Die Teile aus Kupfer haben starke schwarze Verfärbungen, da wo die Wasserperlen verbrannt sind. Durch die höhere Temperatur, das passiert beim Aluminium nicht. Das kann man mit einem Zahnstocher abkratzen, wird aber sehr mühsam mit einer Bürste genauso. Deshalb probiere ich es jetzt einfach mal in der Spülmaschine. Das hat leider nicht besonders viel gebracht. Ich muss was anderes probieren. Okay, was haben wir jetzt gelernt? Zum einen, dass die Teile aus Aluminium viel zerklüfteter werden als die Teile aus Kupfer. Ich nehme an, das liegt daran, dass das schwere Kupfer einfach eher auf den Grund von dem Gefäß mit den Wasserperlen sinkt und dort eher diese klumpigen Strukturen bildet. Und das Aluminium, das ja auch eine viel geringere Schmelztemperatur hat, unterwegs schon abkühlt und dadurch diese feineren Verästelungen ergibt. Das wäre also Punkt 1. Wenn wir schon dabei sind, auf den Boden zu sinken, die nasse Pappe als Schutz für mein Gefäß hat funktioniert. Man sieht hier die Brandspuren, also es ist tatsächlich Metall bis auf den Boden vom Gefäß gekommen. Die Rückseite allerdings unbeschädigt, das heißt, es ist nicht durchgebrannt. Also das war schon mal ein Erfolg. Und ein weiterer Punkt, das Kupfer wird viel flüssiger, das bildet keine Oxidhaut beim Gießen. Das heißt, ihr behaltet nach so einem Kupferguss zwischen den Wasserperlen noch einzelne Tropfen übrig. Wenn ihr anschließend dann nochmal Alu gießt, dann werden hier teilweise solche Kupfernuggets mit eingegossen. Das kann sehr cool aussehen, also mir gefällt es hier recht gut. Wenn es aber nicht beabsichtigt ist, da muss man darauf achten, dass man also wirklich ganz streng seine Metalle getrennt hält. So viel zu Level 1. Warum eigentlich Level 1? Sieht doch eigentlich schon recht gut aus. Ja, aber ich möchte ja nicht nur hier hübsche Metallkorallen haben. Ich will ja letzten Endes wirklich brauchbare Bauteile für meine Tischprojekte bekommen. Das heißt, ich werde stückchenweise probieren, den Prozess immer gezielter zu beeinflussen. Das wird wahrscheinlich eine längere Reise und eine kleine Videoserie. Ich würde mich freuen, wenn es euch interessiert und ihr dabei bleibt. Also bleibt dran. Wir sehen uns wieder. Danke.